Ja, moin moin Leute und herzlich willkommen zurück bei Death Stranding Director's Cut Edition. Wir sind wieder da, endlich. Ja. Haben in der letzten Folge eine schwierige Lieferung zu dem alten Mann hier gehabt und ja, jetzt haben wir uns vollgeladen mit dem Generator hier und haben noch eine andere Aufgabe jetzt. Wir müssen vom Mule-Gebiet bestimmte Server, ein Serversystem oder Serverfestplatte, irgendwie sowas da holen. Da steht da sogar Auftrag Nummer 23, beschaffen Systemserver. Genau, einen Systemserver sollen wir klären. Du kannst prüfen, wie viel und welches Material zu verbessern einer bestimmten. Okay, achso, man kann hier sehen, wie viel man für was Verbesserung bräuchte. Okay, weiß nicht, warum das jetzt aufgeploppt ist, aber okay. Jedenfalls sind wir gerade hier und wir müssen dahin, genau zum Mule-Gebiet. Und da müssen wir mal schauen, wie wir das am besten machen. Kann ich denn hier schon Vorräte herstellen? Das muss ich mal testen hier. Hier ist ja auch noch so ein Drucker, ne, angeblich. Chirala Drucker oder wie das Ding heißt. Oder 3D-Drucker. Kann ich den nutzen? Genau, recyceln. Die Schuhe möchte ich ja mal recyceln. Die sind ja nicht mehr so gut, die Botenstiefel, die wir anhaben. Genau, Bridges-Stiefel, die sollen weg. Ansonsten, ich hatte noch so ein Reparaturspray, genau, der auch einmal zum Recyceln. Und das reicht auch, mehr haben wir nicht, was wir auf jeden Fall abgeben könnten. Dann ist das schon mal weg. Weil wir müssen gleich zum Mule-Gebiet und da möchte ich schon vorbereitet sein. Ja, ja, ist ja gut. Waren ja nur ein paar alte Stiefel. So, ja, wir können hier nichts erstellen. Weil er nicht zu OCA gehört, können wir hier nichts herstellen. Wir können alles machen, bis auf Herstellung. Die Frage ist nur... Vielen Dank für deinen Beitrag. Okay, dann werde ich jetzt erst einmal die Schuhe anziehen, die wir hier haben. Die Botenstiefel. Die Sachen einmal sortieren, wenn das geht. Ne, ist schon perfekt quasi. Dann brechen wir mal auf. Ja, Mist, dass wir hier nichts erstellen können. Genau, wir müssen jetzt hier hin. Das heißt, dann folgen wir einfach mal diesem Weg hier. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Mit dem Kraftskelett oder Kraft... Beine, wie man das Ding nennt. Kraftskelett nennt sich das, glaube ich. Ausdauer ist schon zur Hälfte gut verbraucht. Ihr seht also, Ich bleib stehen, Sam. Bleib stehen. Nicht so weit laufen. Genau, wir müssen hier runter auf jeden Fall. Mann, Mann, Mann. Leicht wird das nicht, glaube ich, aber... Schauen wir mal. Ach, da sind die Mules schon. Ja, da ist das Mule-Gebiet. Wie soll ich das schaffen, Leute? Mensch, das ist doch nicht fair. Das wird echt nicht leicht. Da ist der Turm. Da können wir die Mules lokalisieren, aber was kann man denn sonst damit machen, außer lokalisieren? So. Da liegen aber auch viele Materialien. Viele Baumaterialien auf jeden Fall. Puh. Zoomen kann ich nicht, oder? Ach, ich kann höher gehen, aber... ja, da muss ich hin, ne? Aber... Hat er die jetzt markiert? Die habe ich schon mal markiert. Das ist nur das Auto, ne? Nur das... Ach, und da. Da ist auch noch einer. Alter Verwalter. Das wird nicht leicht, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Machtturm machen soll, außer die zu
sag ich mal, zu lokalisieren, bringt das Ding ja wirklich gar nichts. Und ich habe auch keine Fake-Fracht dabei. Auch das ist das Alarmanlage. Wenn wir die durchqueren quasi, dann wissen die, dass hier irgendeiner durchgelaufen ist. Wir springen ja rüber. Ob das was gebracht hat, weiß ich nicht. Wir schleichen uns jetzt. Okay, wir müssen durchlaufen. Die gute alte harte Tour. Einfach nur durchlaufen und die Sache sammeln und schnell hierhin abhauen. Das ist die einzige Lösung, die mir so einfällt. Wir laufen jetzt schnell rein. Und... okay, doch nicht laufen, weil da stand einer, der hat uns auch gar nicht bemerkt. Ich glaube, wir können noch versuchen, irgendwie leise durchzukommen. Boah, hier liegt so viel, ne? Wenn ich so ein bisschen stärker wäre, dann würde ich das ja hier alles klauen, ne? Aber leider, leider bin ich nicht stark. Aktuell zumindest. Wir wurden, glaube ich, gesehen. Okay, wir sind am Briefkasten. Systemserver nehmen wir mit. Verlorene Fracht. Das nehmen wir alles mal mit für unsere Kollegen. Die sind ja nicht schwer. 5, 16 Kilo. Okay, das ist ein bisschen schwer, aber... wir nehmen die verlorene Fracht von den Spielern auch mit. Bolagan gibt es hier auch. Ansonsten gibt es hier gar nichts. Sortieren gleich. Keramik. Sollen wir sonst noch was mitnehmen? Ich meine, das sind Materialien. Mit denen könnten wir schon ein paar Sachen bauen, ne? Den Mühlstiefel nehme ich auch noch mit. Und dann hoffe ich, dass das alles, dass wir hier noch wegkommen. Nein! Oh, jetzt kommt auch noch der LKW. Oh nein, nein, nein. Das wird nichts. Wir sind schon fast bewusstlos. Wie viele, ey? Verlorene Fracht. Ach, ich hab was Falsches. Ich dachte, das wäre dieses Material, was wir brauchen. Deswegen bin ich nochmal zurückgekehrt, aber wir brauchen das nicht. Wir müssen jetzt einfach nur abhauen. Die gelbe Leiste ist oberhalb. Okay, wir dürfen nicht bewusstlos werden. Jetzt schnell zurück zu dem Punkt, wo wir gekommen sind. Dann haben wir es geschafft. Nee, ich dachte gerade, wir haben den Systemserver verloren. Deswegen habe ich dann gesagt, komm, ich laufe nochmal dahin und sammle das auf. Aber das war... gar nicht das, was wir unbedingt haben mussten. Dieses Systemserver, das war nur so eine verlorene Fracht, was von anderen Spielern geklaut wurde. Aber ich habe jetzt alles, was wir brauchen. Ich hoffe, wir kommen hier nur weg. Oh, ist das schwierig hier. Oh Mann, ey. Mann, ich hoffe, ich komme hier hoch. Oh. Sehr schön, wir kommen hoch, wir kommen hoch. Come on, Sam. Wir haben es geschafft gleich. Wir haben es geschafft. Oh, Fracht gestohlen. Verlorene Fracht, Fotoalben und Reparaturspray. Aber okay, wir haben die Fracht, die wir brauchen, haben wir. Jetzt ist die Frage, jetzt sind wir bei dem Alten und wir müssen nach... Lake Knot. Lake Knot. Oh nein, jetzt bin ich auch noch falsch gelaufen. Oh, okay, wir gehen erstmal zum Alten. Zum Alten. Laden unsere Akkus einmal auf. Gucken, ob wir da eine Fracht abgeben können. Und dann ab nach Lake Knot City. Verlorene Fracht, Werkzeug. Muss auch nach Lake Knot City, okay? Es sind einfach zu viele Mules, ne, überall. So, jetzt gucken, ob wir hier was abgeben können, aber ich meine nicht, ne. Liefern, können wir da was liefern? Scheinbar schon. Verlorene Fracht liefern. Das muss nach zum Ingenieur. Lake Knot City und Ingenieur sind auf dem Weg. Wir könnten es versuchen. Ach, jetzt habe ich die doch abgeliefert, aber egal.
Ich könnte die natürlich auch wiederholen, ne? Aber. Warte mal, ich guck mal, Gemeinschaftskasten. Hier, verlorene Fracht von irgendeinem, weiß nicht, Asiaten, sag ich mal jetzt. 80 Kilo ist aber auch schon ordentlich. Was soll das denn hin? William Lake. Nach Lake Not City. 80 Kilo nach Lake Not City ist mir ein bisschen zu viel. Das kriegen wir nicht hin, leider. Naja, dann lassen wir das. Material nehmen. Wir hätten ja noch sehr viele Materialien, aber das brauchen wir alles nicht. Ich gucke jetzt noch wegen einer Aufgabe, ob wir irgendwie was annehmen können, weil wir müssen ja nach Lake Not City. Lieferung, Berichte aus den früheren Tagen des gestrandeten Todes. 19 Kilo. Das können wir mitnehmen. Das sollte kein Problem sein. Das muss zum Ingenieur. Der Ingenieur ist auch auf dem Weg, ne? Das könnten wir auch eigentlich riskieren. Aber empfindliche Fracht halt. Wir versuchen es mal. Mit den beiden Sachen. Wir haben jetzt Wein dabei auch, ne? Also das ist wirklich eine empfindliche Fracht. Da müssen wir mal gucken, dass wir das vernünftig abliefern. Die Pfade, die wir gehen, werden zu Straßen, Sam. Siehst du die Spuren, die du hinterlässt? Sie erzählen eine Geschichte. Wärst du ein Spion, würde dir das zum Verhängnis werden. Die Pfade, die wir gehen, werden zu Straßen. Auch nicht schlecht. Also ich sag mal so, wir können hier runter. Aber das bist du nicht. So irgendwie. Also sei schlau. Irgendwie hier runter, ja. Diese Spuren, sie zeugen von deiner Existenz. Danke. Unterlasse sie weiterhin. Das werden wir. Zeig den Menschen, dass du da draußen bist. Das werden wir auf jeden Fall tun. Wieder zueinander zu finden, indem du das Netzwerk erweiterst und deinen Landsleuten hilfst, stärkst du die Bande zwischen uns allen. Genau, das ist der richtige Weg hier. Bahnst einen Weg, dem sie folgen können. Die laufen mal durch. Oh, die Leiter wäre auch gar nicht verkehrt gewesen. Aber passt schon, kriegen wir auch so. Finde ich halt geil von echten Spielern das Ganze, ne? Dass man das alles so sieht. Sehr schön, von meinem Spieler hier auch noch eine Leiter. Finde ich schon sehr cool gemacht. Das ist wirklich ein neues Spielerlebnis, ne? Ich sag mal so, sowas gab es halt noch nie. In der Gaming-Geschichte, ne? Von allen Spielen gab es sowas noch nie, dass man... Man hat ein Singleplayer-Spiel gespielt, ja. Hatte mit keinen anderen Spielern so eine Möglichkeit zu interagieren. Hier ist das ein bisschen anders. Ja. Hier ist das nicht richtig Multiplayer, aber auch nicht Singleplayer. Ja, bei Multiplayer sieht man halt andere Spieler, unternimmt mit dem was. Und hier ist es halt anders. Hier ist es so ein Zwischending. Es ist Multiplayer quasi, aber auch wiederum nicht. Es ist Singleplayer. Man sieht die Spieler nicht, aber man sieht ihre Bauten. Ja, das, was sie gebaut haben, uns hinterlassen haben. Man kann ja so eine Brückchen bauen. Die Brücken gibt es ja normalerweise nicht. Deshalb, also, finde ich schon richtig cool. Das ist ein neues Spielerlebnis. Dafür ist ja der gute alte Hideo Kojima sowieso bekannt. Ne? Wenn man überlegt, was er mit der Metal Gear-Reihe geschafft hat. Filmreifes Spiel, wirklich. Kinoreifes Spiel. Sehr schade, dass es davon auch keine richtige Fortsetzung mehr gibt. Weil das war einer meiner Lieblingsreihe. Mit diesen Spielen bin ich quasi aufgewachsen. Mit Metal Gear 1, 2, 3 und so weiter, Leute. Bin ich aufgewachsen. Na, da ist es schon schade, dass da nichts mehr kommt. Deshalb übrigens auch dieses Let's Play, ne? Weil Hideo Kojima, der erfolgreiche Produzent, der hat nun mal einen Namen, ne? Und den möchte man natürlich mal ehren und seinen Spielen natürlich auch mal angehen, und gerade als Let's Player darf sowas nicht fehlen, wie ich finde. No, jetzt sind wir auch schon gleich da. Genug geredet über das Spiel selber an sich. Jetzt sind wir beim Ingenieur, können erstmal abliefern. Wenn du eine Frachtstück zurücklässt, indem du dich weit von ihm entfernst, geht es verloren und landet in der Welt eines anderen Spielers. Alle Frachtstücke, die nicht in einem privaten Spind gelagert werden können, verloren gehen, selbst wenn sie auf ein Fahrzeug geladen wurden. Aha. Okay. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich meine Fracht, was ich verloren habe. Das TCK und alles. Liefern jetzt andere Spieler. Steht sogar links. Da
Das dürfen die jetzt quasi abliefern. Sehr interessante Mechanik. So, Standardaufgabe erledigt hier. Überspringen wir das mal. Oh hey, schön dich zu sehen. Naja, die Fracht ist in Top-Zustand. Sehr schön. S-Rang. War auch sehr einfach, ne? Man musste nur den Berg darunter. Danke. Bis demnächst. Dankeschön. Gibt es hier aber auch was zu tun? Mal gucken. Scheinbar schon, aber Lake Not City? Lake Not City, ja. Lieferung maßgefertigtes Fahrzeug, Inspektionswerkzeug. 16 Kilo, das nehmen wir mit. Weil wir müssen eh nach Lake Not City. Von daher passt das. Oh, Kraftskelett. Brust? Für den Brust? Achso, nee, das ist der für die Beine, ne? Kraftskelett Silber. Was bedeutet das Silber? Sind die besser? Weil ich meine, die kosten vom Material her ja die gleich, ne? Hier, Kraftskelett Silber, Gold. Ich nehme mal Silber zum Testen. Ein Aktivskill, das die Last der Fracht reduziert, indem es einen Teil des Gewichts trägt. Außerdem kann sich der Träger dank seiner entspannen. Jetzt kannst du deutlich mehr Fracht tragen. Warte, das Busstellenakku. Ah, aber das ist doch das, was wir schon haben eigentlich. Ist unsere kaputt oder warum wird das uns so vorgeschlagen? Ich kann ja mal gucken. Brauchen wir hier eine Leiter oder so? Ich glaube nicht. Rauchabgebender Fracht, das wäre eine Hilfe. Nimm mal zwei mit hier. Ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel. Kletterverankerung? Ne, das lassen wir alles mal. Auf dem Rücken, auf dem Rücken, auf dem Rücken. Das ist ja doch schon ordentlich Gewicht, was wir jetzt haben. Rauchabgebende Fracht, das haben wir. Was ist mit unserem Kraftskelett? Ist der schon am... Ne, der ist doch noch gut. Schaden ist noch alles gut. Ich weiß gar nicht, warum der uns vorgeschlagen wird, das zu ändern. Vielleicht wird das aber auch einfach so aus... Ich sag mal, bei jeder Mission oder Lieferung, die wir annehmen, wird ja auch vorgeschlagen, dass wir Ausrüstung mitnehmen sollen. Vielleicht kann es auch da dran liegen, irgendwie. Genau, jetzt müssen wir... Was ist denn das da? Ist das die Straße? Genau, jetzt müssen wir hier durch. Genau durch das Mule-Gebiet. Ich weiß gar nicht, was das Gelbe hier bedeutet. Ist das die Straße? Die gebaut ist jetzt, oder... Naja, wir müssen durch das Mule-Gebiet. Das hilft ja alles nichts. Wir müssen genau hier lang, Leute. Boah, was ist denn das? Ist das eine Stadt, oder? Unsere Ausdauer ist auch nur noch halb voll. Warte mal, warte mal, warte mal. Das ändern wir erstmal. Da trinken wir erstmal was. Erstmal was trinken hier. Dass wir da ein bisschen vorbereitet sind auf die Mute. Eigentlich brauchen wir noch so ein Behälter Reparaturspray. Haben wir noch sowas mit? Scheinbar nicht. Mist. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Naja, okay. Ein Leben auf Risiko. Ach, da sind schon die ersten Mules. Mann, die kommen. Boah, das ist sogar ihr Lager hier. Online-Schild, Ziel. Ich soll hier lang. Empfehlung von dem Spielern. Dann, ja, machen wir das auch mal. Wir gehen mal so ein bisschen außen drum, ne? Ich habe keinen Bock auf diese Mules, Leute. Ich meine, wir können ja scheinbar echt überall hier hochklettern. Und das nutzen wir dann auch mal aus. Dann klettern wir lieber hier hoch. Dann dauert es halt mal ein bisschen länger. Aber dann kommen wir da auch unbeschadet an. Ne? Das ist ja das Wichtigste. So, dann wollen wir mal gucken. Nochmal weiter klettern hier.
So. Hier kommen wir nicht hoch. Hier aber, sehr gut. Finde ich geil, dass man überall so halbwegs hochklettern kann. Jetzt, wo ich das sage, geht das natürlich nicht. Verdammt. Ich hab zu großen Maul, sag ich mal. Jetzt habe ich so schön das Spiel gelobt, dass ich überall klettern kann. Dann passiert sowas. Aber ich glaube, das sollte hier gehen. Verdammt. Ach ja. Wie soll ich denn hier jetzt klettern? Hier vielleicht? Vielleicht ist es auch nicht gewollt, dass man hier hochklettert. Dass man die Mules auch irgendwie nicht so leicht überspringen kann. Aber das. Komm. Durchschlängen hier. Das wird nichts. Doch. Komm, Sam, du schaffst das. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ja, Sam. Tut mir leid. Ich tue dir auch wirklich. Ich verlange zu viel von dir ab. Ich glaube, das wird hier nichts. Aber wie soll ich denn hier sonst irgendwie. Naja, wir versuchen es mal ein Stück weiter hier, weil das Schild ist ja auch noch ein bisschen weiter versetzt, was ich da gesehen habe. Vielleicht kann man gleich hier irgendwo klettern. Okay, sieht schon gut aus. Na bitte, komm, hier, das ist wieder so eine schwierige Stelle. Come on, Sam. Come on, Sam. Kletter. Oh, Mann. Ey. Das wird hier nichts. Oh, jetzt haben wir alles verloren. Ja, Sam ist halt richtig kaputt, ne? Wir haben wirklich Ausdauerbalken ist unterhalb. Das sagt schon alles. 82 Kilo auf dem Rücken. Hier kommen wir definitiv nicht hoch. Fracht geht auch kaputt. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen hier. Können wir hier irgendwie uns rüberschlängeln? Ich hoffe. Jetzt bin ich wieder zu doll am Sprinten. Wir müssen aufpassen mit dem Akku, ne? Das müssen wir schonen. Das Stressniveau deines Babys steigt. Wenn es einen autotoxämischen Schock erleidet, kann es dir nicht helfen, GDs zu entdecken. Okay. Vermeide abrupte Bewegungen und halte größtmöglichen Abstand von GDs und anderen Gefahren, um es ruhig zu halten. Okay. Wir müssen uns auf jeden Fall ausruhen in unserem. Ja, ich sag mal, Unterkunft. Mit dem Klettern wird hier nichts. Hier würden wir auch runterfallen wieder. Mann. Diese verdammten Mules, die zwingen uns hier irgendwie Wege einzuschlagen, die wir glaube ich gar nicht. Scheiße. Ach, Leute. Armes Bibi. Kraftskelett 1 haben wir nochmal da. Ja, nützt nichts. Wir müssen hier durch. Das nützt nichts. Dieses Berg. Oh, Autotoxin. Dein Bibi hat einen autotoxämischen Schock erlitten. Scheiße. Ohne sein Gespür. Reagiert dein Odra-Deck nicht mehr auf GDs. Du musst also vorsichtiger sein. In einem privaten Raum kannst du seine Funktionalität wiederherstellen. Leute, ich würde sagen, wir machen hier erst einmal Feierabend.
Wir werden uns hier ausruhen. In der nächsten Folge machen wir genau hier weiter. Wie wir aus diesem Chaos rauskommen, das werden wir alles in der nächsten Folge sehen. Ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und gerne ein Abo dalassen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Wir schauen jetzt, ob wir uns noch einen guten Platz hier finden. Dass wir uns ausruhen. Und dann werde ich mich... Hier können wir uns leider nicht ausruhen irgendwie. Okay, wir müssen uns... Okay, wir müssen noch einen anderen Platz suchen auf jeden Fall. Hier können wir verschnaufen. Speichern abgeschlossen. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Ja. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao.